Hallo und willkommen zu einem neuen Atari 2600 Review. Und zwar heute mal der ganz große Klassiker Space Invaders. Schönes Artwork vorne drauf. Ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ab 1980 wurden die Atari-Konsolen mit Space Invaders ausgeliefert. Da kann ich mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall ist das, soweit ich weiß, das bestverkaufteste Atari-Spiel überhaupt und auch der Grund, warum das Atari 2600 so erfolgreich wurde. Denn als Space Invaders in den Spielhallen ein Hit wurde, war Atari die Firma gewesen, die Space Invaders als allererstes auf die Konsole gebracht haben. So, wir gucken uns das mal an. Cartridge reingesteckt. Konsole an und da haben wir das. So, machen wir mal Game Reset. Ja, dann sehen wir es, unser klassisches Space Invaders. Ich bewege diesen Geschützturm unten und mein Ziel ist, die anderen Gegner oben abzuschießen. Und ich kann mich dabei nur diesen roten Stein verstecken. Das hier ist, alle Gegner wegzuschießen, dann kommt eine nächste Welle. Und man sieht, hier oben verdient man sich dabei noch Punkte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob. Ah ja, doch. Man sieht es, das Spiel wird jetzt schneller, wie in den Arcades. Je länger man braucht, umso schneller bewegen sich die Gegner. Und ich glaube, wenn die irgendwann ganz unten angekommen sind, hat man auch verloren. Jetzt habe ich nämlich schon keine Punkte mehr, wo ich mich zurückziehen kann. Man kann übrigens nur schießen, wenn sein Geschütz, was man abgefeuert hat, entweder getroffen hat oder den Bildschirm verlassen hat. Wir fangen gleich noch von vorne an. Ah, okay. Ich habe gerade mal Game Select ausgewählt, dadurch bewegen sich jetzt die Schutzteile und auch ein bisschen die Geschütze vom Gegner. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es das für mich einfacher oder schwerer macht. Oder einfach nur anders. Hey! Oh, Entschuldigung. So, jetzt wird es wieder schneller. Dann sind bestimmt auch meine Schutzschilde bald weg. Ja, jetzt sind meine Schutzschilde weg. Der Vorteil ist, je mehr Gegner ich abschieße, umso weniger können sie sich gegen mich wehren. Puh, das wird langsam schwer. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie das Original Space Invaders auf dem Atari gespielt. Insofern kann ich auch gar nicht gut darin sein. Okay, verloren. Noch ein Spielchen. Ich gucke mal auf Game Select. Was passiert hier? Gucken, was hier passiert. Ich glaube, die schießen schneller. Ah, hier sind die unsichtbar. Das, ja, oder blinken bloß kurz auf. Okay, wie man sieht, gibt es wie bei jedem Atari-Spiel mehrere Spielmodi. Wir spielen aber mal das normale Pong. Pong sage ich schon, das normale Space Invaders. Noch eine Runde. Ich muss auch sagen, auch hier funktioniert der Atari-Controller hervorragend. So wie bei allen, ich sage jetzt mal, Shootern, wo man sich nur nach links und rechts bewegen muss. Dafür funktioniert der Controller hervorragend. Übrigens, da oben dieses Raumschiff, wenn ich dieses treffen sollte, bekomme ich sehr viele Punkte. Das weiß ich zufällig.
Kleiner Fun Fact übrigens: Der Grund, warum im Original Space Invaders in der Spielhalle die Gegner immer schneller wurden, je weniger Gegner auf dem Bildschirm waren, war gewesen, dass so die CPU, die Hardware, weniger Gegner berechnen musste und dadurch auch schneller bewegen konnte. Boah, also der letzte ist wirklich schwer. Da kommt halt auch immer ein Leer und ich schieße da trotzdem noch, seht ihr? Ah, Mist. Ja, und jetzt ist er unten angekommen und ich habe verloren. Okay. Aber ich denke, das reicht auch dafür. Ja, Space Invaders, was soll man sagen? Zeitloser Klassiker. Durchaus empfehlenswert für den Atari 2600, kann man schon Spaß damit haben. Super Spiel. Man kann eigentlich nichts Schlechtes über Space Invaders sagen. Ja, und ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Sagt mir gerne, was ihr von Space Invaders haltet. Und bis später. Ciao, ciao.